Also. Was für eine Witzscheiße hier. Wegen 2700 Dollar. Die kacke ich ihm auf den Tisch. Hat es geklingelt? So. Wir haben da nur noch Hodge. Entschuldigen Sie mein Verhalten von eben. Herr Rieder, das ging nicht zu weit. So, das ging viel zu weit. Ich habe das aber nicht so gemeint, wie es vielleicht rüberkam. Manchmal klinge ich vielleicht ein bisschen. Das war nicht meine Intention. Ich habe Herrn Magnum auch eben gerade nochmal um Entschuldigung gebeten. Nimmt mir nicht übel. Aber das kam nicht so rüber, wie ich eigentlich habe gemeint. Ja. 2700 Dollar, das ist uns doch scheißegal. Ah, darum ging es mir gar nicht. Ich habe noch nicht verstanden, warum Munition wurde gekauft, wenn die keine Waffen haben. Ne? Aber egal. Wie gesagt, das kam falsch rüber. Ich entschuldige mich dafür. So, Breeden ist da. Was ist mit Hodge? Haben Sie die Nummer von ihm? Die? Rufen Sie ihn mal an, er soll herkommen. Hey Kuba, sag mal, hat das ganz okay, hat das mittlerweile was... Er hat mich weggedrückt. Schwarzwasser Lynch, hallo? Manfred, ich bin's, der Luca. Ah, tut mir leid, ich rufe wieder mit Unbekannt an. Ja, also, kein bitte. Problem. Hallo Hutsch. Ich muss kurz was fragen, das ist mir sehr wichtig gerade. Ja. Oh ja, natürlich. Mich rief jetzt Life Invader an. Ja. Life Invader, mhm. Der Assistent-Chef da drüben. Keine Ahnung, ja. Mhm. Und nun ja, ich muss jetzt von dir ehrlich wissen, ob das mit Manfred hier, Manfred sage ich schon, mein Gott, ich bin schon ganz durcheinander und nervös, ob das hier mit dem Lenny hier, ne, Herrn Untermeier, ist das jetzt was Dauerhaftes oder muss ich damit rechnen, dass er wieder in 2 Wochen an Ihrer oder deiner Tür klopft? Nee, also Herr Untermeier hat bei mir gekündigt, wir haben diesbezüglich ein Gespräch geführt, da gibt es keine Nachwehen oder sowas. Okay, ja, das ist mir wichtig. Also, nö, gar nicht. Ich möchte nicht einarbeiten und dann sagt er nach 2 Wochen, oh, ich möchte aber unbedingt zurück. Nein. Okay. Wir haben hier gerade also eine große... Ein klarer Schussstrich. Wir separieren hier gerade einiges. Das ist aber auch überfällig und müssen dann halt einfach gerade harte Maßnahmen ergreifen. Die Sachen bezüglich der ganzen Situation rund um diese Entführung hat einfach Nachwehen nach sich gezogen. Die Konsequenzen und Gefährdungen für Mitarbeiter haben, das muss hier auch mal beendet werden, weil ich habe das Gefühl, die Leute sind in Gefahr und das geht nicht. Ne? Und darum arbeiten wir hier gerade ein bisschen drunter und drüber und deswegen habe ich auch keine Zeit gerade. Geht es da um die Entführung von ihm? Ja, es ist Katastrophe. Also das ist Katastrophe. Das ist verheerend. Aber nicht das erste Mal, dass ich ein Schiff beim Sinken oder auf einem sinkenden Schiff bin und alles in die Wege leite, um das zu verhindern. Deswegen mach dir keine Sorgen. Alles gut. Aber du kannst ihn auf jeden Fall annehmen. Ich empfehle ihn zu 100%. Okay, gut. Ja, das wollte ich nur einmal geklärt haben. Das ist mir sehr, sehr wichtig, ne? Dass das keineswegs irgendwelche Probleme im Nachgang gibt oder irgendwie, ne? Natürlich. Dass man sich da irgendwie missversteht. Deswegen der Anruf. So viel Respekt habe ich auch vor dir und deiner Arbeit. Und so wie deinen Angestellten oder ehemaligen Angestellten, ne? Das ist kein Problem. Insofern, okay, fantastisch. Dann manövrier mal die Titanic weg vom Eisberg, ja? ich gebe mein Bestes. Dankeschön, bis dann. Bis dahin, tschüss. Erreicht? Ich sehe, ist auf dem Weg hierher. Ich habe eine ganz kurze Frage. Mhm. Ich weiß, wo meine ganzen Mails hin sind, die mir gefehlt haben. Wo sind die denn hin? Ich habe aus Versehen immer auf so eine Entferntaste bin ich hier gekommen. Ach, immer gelöscht. Und dann landen die im Papierkorb, sie. Mir übrigens sehr unangenehm von eben gerade. Ich wurde komplett falsch verstanden. Ja, das ist kein Problem. Wichtig ist, dass man sich da ausspricht. Sie müssen solche Situationen aber besser lesen. Also das war...
Sie glauben gar nicht, wie das rübergekommen ist. Ich habe gedacht, ich verliere mich gleich. Ja, ja, ich weiß. Darum habe ich sofort interveniert. Deswegen, Sie haben es aber bei allen Beteiligten klar gemacht und das wird nicht nochmal passieren. Gut. Kurze Frage. Hodge kommt. Hm? Bock ist weg. Cooper ist weg. Hodge gleich weg. Hobbs ist weg. Langerson, ja. Wie machen weg. Wir mit Langerson? Ist weg. Kann seine Kündigung abholen. Es geht. Okay, so sollen wir über Identity-Control gleich nochmal machen? Müssen wir natürlich. Kramer? Ist schon, arbeitet bei der Polizei jetzt? Was? Natürlich. Okay, Szymanski weg. Was ist mit Frau Mitchell? Ist nicht erreichbar. Ja, grüß dich. Bennett, du erstmal sorry für die Sachen gestern. Du hast, erstmal warst du hier, wurdest ach. Weggeschickt und dann Telefonate. Gar kein Problem. Sehr, sehr schlimm. Du Bennett, bezüglich der Situation um die Stelle, ich muss ja, dir leider sagen, dass wir gerade so heftig am Umstrukturieren sind, dass ich dir keine Position anbieten kann. Das ist jetzt ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ich sag dir das lieber so direkt nicht, dass du deine Zeit verschwendest, weil ich ja weiß, dass du noch mehrere Gespräche hast. Genau, ich wollte mir das nochmal anhören, was du mir zu bieten hättest. Ja. Aber so Interesse hätte ich jetzt nicht so, gar bei dir zu arbeiten. Ja, um alles, ehrlich gut. Zu sein. Alles gut. Alles gut, alles gut. Verstehe ich. Super. Gut, dann wir hören auf jeden Fall voneinander und ich wünsche dir alles Gute, ne? Ja, dir auch. Man sieht sich. Bis dann. So, Hodge, kommen Sie mal bitte. Ja. So. Hodge, folgendes. Sie haben es vielleicht schon von dem Rest gehört oder Sie weiß nicht, wo Sie gerade unterwegs waren. Ich kann das nicht sagen. Wir haben hier eine Situation, die aus dem Ruder läuft. Okay. Ich seit der Entführung von Herrn Untermeier ist hier alles drunter und drüber. Und wir lösen den Personalbereich gerade großflächig auf. Das hat hauptsächlich zwei Gründe. Die erste ist, dass Frau Mitchell einfach nicht mehr da ist. Keine Ahnung, wo sie ist. Und Herr Langerson mit der Situation rund um die Führungsposition überfordert ist. Ja. Und wir müssen reagieren und ich kann Ihnen natürlich keine Stelle anbieten, wenn wir keine Stelle haben. Darum müssen wir unverzüglich die Arbeitsverträge auflösen und uns neu strukturieren. Das heißt, wir gliedern den Personenschutzbereich aus. Sie haben leider keine Alternative jetzt erstmal, ich verstehe das. Aber wir müssen Sie entlassen, so wie den Rest halt auch. Naja, was heißt keine Alternative? Ich hatte vor über einer Woche ja schon gefragt wegen der IT-Abteilung. Ja, allerdings können wir da keine Leute einstellen in dem Fachbereich, Herr Rehrer? Ja, ich habe kein, das zu dem Gespräch ist leider nicht gekommen, aber ich hatte eine Aufstellung gemacht von Positionen, die ich kann für diese Abteilung besetzen quasi und einem Programmierer steht tatsächlich nicht auf der Liste, es tut mir leid. Okay, das ist kein Ding. Wäre halt nur eine Information schön gewesen. Ja, das ich wollte also sowieso auch auf Sie zukommen, weil ich hier in den letzten Tagen sehr, naja, die Luft wurde immer dicker und naja, das hat sich schon angebahnt, dass sowas irgendwie kommen wird. Natürlich, natürlich. Sie haben die Situation korrekt gelesen. Das ist ja, ich mache Ihnen diesbezüglich auch keinen Vorwurf. Sie haben keinerlei, Sie haben nichts falsch gemacht. Wenn Sie sich bei Bewerbern, Bewerbern vorstellen und Sie wollen gerne noch, dass der letzte Chef mal was so sagt oder so, oder ich soll Ihnen da unter die Arme greifen, das ist kein Problem. Dann mache ich das sehr, sehr gerne. Das biete ich allen an. Da können Sie einfach auf mich zukommen. Und in diesem Fall habe ich hier Ihre Dokumente schon vorgelegt. Sie müssen dann nur noch unterschreiben und dann ist es soweit durch. Ja. So. Da bitte. Ja. Herr Hodge, kann ich sonst noch was für Sie tun? Nee, soweit nicht. Nee? Okay, dann glauben Sie mir, das tut mir ehrlich leid. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, aber es hat nicht gereicht. Das ist kein Problem. Und, ich habe mich schon um Alternativen gekümmert. Sehr gut, sehr gut. Ich wünsche Ihnen alles gut. Glück der Welt und hoffe, dass Sie bald wieder eine Stelle finden. Alles klar. Ciao. Ciao. Oh, hat geklingelt. Schön. Das läuft auch ganz gut. Abgesehen von der Langersen-Sache, aber der hat mir heute wirklich erst am letzten Zeitpunkt gesagt, da konnte ich nicht früher darauf reagieren. Frau Mitchell ist jetzt noch da, Tetzlaff ist noch da und Breeden ist noch da. Besetzt.
Das ist jetzt ein Zwei-Mann-Betrieb. Wir brauchen nur zwei Leute, um $1 Million zu verdienen. Wir machen Cybersecurity. Die Leute kriegen das im RP immer einen falschen Hals, aber verdammt nochmal, kühlt euch mal ab. Ich guck mal, wo Breeden ist. Der sollte hier irgendwo rumlaufen noch. Der war eben gerade hier, tatsächlich. Ich habe gerade angerufen, aber ist besetzt. Ich guck mal in sein Büro hinten. Also, soll ich mich über Identity Control bei die anderen Leute kümmern? Ja, bitte. Alle rausnehmen. Claire und Langerson. Erstmal nur Langerson. Mit Frau Mitchell will ich sprechen. Ich habe keine Ahnung. Lassen Sie erstmal drin. Okay, ich sehe dann Langerson. Und dann war's das, ja? Langerson, Hodge. Das war's, ja. Hodge haben Sie, hat er gerade unterschrieben. Ja, ja. Also Langerson. Ja, sie da. Also nur Langerson, Sie. Mhm. So. Ist halt so. Sunderland hatte recht. Wieso, die Firma gibt's doch noch? Wir müssen halt nur aus. Ich finde dieses Schmäh-AP halt schon ein bisschen schade, aber wenn euch das glücklich macht und mit dem Finger auf Leute zu zeigen, wenn RP-Situationen entstehen, dann bitte. Wo ist denn Breeden? Ist halt Frühjahrsputz. Breeden, ja? Wo bist du? Ich bin am Büro. Im Büro direkt vor deinem und Gustavus. Hä? Wir haben dich gerade. Okay, dann komme ich dahin. Okay. Hä, bin ich gerade an mir vorbeigelaufen? Ah, da kommen sie. Er steht hier, war auf Toilette. Mein Gott. Na ja, kein Problem. Breeden. Hörst du das? Ich höre absolute Stille. Genau, weil wir alle entlassen haben. Was? Ja, komm mit. Du hättest gestern hier sein sollen. Du hast Clusterfuck verpasst, hä? Ja, du hast einiges verpasst. Ich versuch's mal zu erklären. Wenn du Fragen hast, frag bitte. Es ist wichtig, du bist jetzt halt im Team, deswegen, wir können jetzt 100% offen sprechen. Es sind keine Informationen, die ich dir vorenthalte. Herr Untermeier, wir hatten gestern ein Gespräch angedacht, du kannst dich daran erinnern. Das sollte mit Frau Shakira laufen, ja? Also das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass Lenny in ein Auto eingestiegen ist. Du hast mich angerufen und meintest, alles ist in Ordnung. Und dann habe ich weder von Lenny noch von dir noch von Gustavo irgendwas gehört. Ich habe halt, wo warst du denn? Mal hier, mal da. Ich war im Büro, dann unterwegs. Du hast das nicht mitbekommen gestern? Der ist in ein Auto gestiegen und dann ist er weggefahren. Und draußen haben sich mehrere Leute, vor allem Björn, die ganze Zeit gefragt, was da jetzt los ist. Genau. Dann bin ich mit dem neuen Magnum. Den mag ich, der ist cool. Ja, der wurde entlassen. Nicht im Ernst jetzt. Es sind alle entlassen worden. Du hast mir, glaube ich, nicht zugehört, als ich gesagt habe, es sind alle entlassen worden. Es sind wirklich alle entlassen worden. Ja, aber du sagst einfach, wieso sind denn alle entlassen worden? Da ist mir zu. Was? Ja, zu. Okay. Du musst mir zuhören jetzt, Breeden. Und das ist ganz, ganz wichtig. So. Das Treffen, was gestern stattgefunden hat, sollte mit Frau Shakira stattfinden. Dieses Treffen stattgefunden, sollte ein 1-und-1-Gespräch sein. Aber Herr Untermeier war im Büro und wurde von Frau Shakira angerufen. Einfach so. Herr Untermeier wusste auch, dass das die Entführerperson ist, die ihn entführt hat den Tag davor. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie Herr Untermeier reagiert hat. Und ich sag dir nicht, dass er Angst hatte. Nein, Herr Untermeier ist aus dem Büro gegangen, ist durch den Lobby gelaufen, wurde von Mitarbeitern angesprochen, ob er Hilfe braucht, er wurde angehalten und ist in das Auto seines Entführers gestiegen. Freiwillig. Und wurde dann zu mir gefahren, ohne mit mir zu sprechen. Hat sich da einfach drauf verlassen. Ja. Ich habe dann gestern mit der Frau Shakira oder wie er auch heißt, Herr Gonzales, das ist seine wahre Identität, gesprochen und wir haben das Problem, was wir hatten, beseitigt. Es sollte also keine weiteren Entführungen geben.
Bitter ist natürlich, dass Herr Untermeier von seiner Sicherheit so viel hält, wie von der Tatsache, dass man lieber nicht Mitarbeiter im Büro diskriminiert. Das macht er halt einfach. Oder es scheißt da drauf. Keine Ahnung. In jeder Form ist es so, dass wir danach, Herr Rehrer und ich, uns Untermeier geschnappt haben und ihm die Leviten gelesen haben. Auf eine sehr direkte Art und Weise. Wir haben ihn aus der Stadt gefahren, haben ihn an den Straßenrand gestellt und haben ihm gesagt, entweder er kriegt sich jetzt in den Griff und er macht weiter, dann wird das aber Konsequenzen haben, die nicht absehbar sind. Oder er kündigt jetzt und geht in Frieden. Er hat gekündigt. Er hat sich für die Kündigung entschieden. Ist also alles gut. Er hat gesagt, hey, ich möchte dieses Risiko nicht eingehen. Das ist seine Entscheidung gewesen und er hat gekündigt. So. Diese Kündigung wurde gestern vollzogen. Heute komme ich ins Büro und Herr Bock hier ist hier und Herr Magnum ist hier. Ja. Aber sonst niemand. Herr Langerson ist nicht da. Das waren auch gestern die einzigen, die noch spät im Büro da waren, als ich hier war. Herr Langerson ist ja auch egal. Ist ja eh entlassen. Dann kam ein Bewerber von letzter Woche am Donnerstag auf uns zu, der gesagt hat, er wurde auf unser Unternehmen angesprochen. Kenne ich den oder? Herr Hitchen. Feuerfrei. Nee, okay, kenne ich nicht. Erzähl weiter. Herr Hitchen wurde auf unser Unternehmen angesprochen und hat halt, sollte entführt werden, steht auf irgendeiner Liste. Was? Und ihm wurde gesagt, dass er sich bei uns beworben hat und man weiß Bescheid und so weiter und so fort. Wir haben die Polizei gerufen. Okay, Moment, kannst du mir das so erklären, dass das Sinn macht? Ich habe selber keine Ahnung. Er hat gesagt, er wurde von der Maismafia angesprochen. Was zur Hölle ist die Maismafia? Irgendwelche Pendejos, die darauf warten wollen, dass Maisarbeiter sind mit der Arbeit fertig, damit sie können ausreiben und die ganze Lieferung selbst verkaufen anscheinend. Okay, haben die was mit der Happy Farm da oben zu tun oder? Kann ich Ihnen nicht sagen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Breeden, und nachdem dieses Gespräch vorbei war, habe ich mich hat Herr Rehrer mir gesagt, dass die Gefahr besteht, dass wir infiltriert werden. Beziehungsweise es war davor, ja. Und dieses Gespräch mit dem Bewerber, der darauf angesprochen wurde, dass er auf einer Liste steht und dass er sich ja bei uns beworben hat und so weiter, hat mir diesen Eindruck halt noch verstärkt. Ich habe also erstmal in Erwägung gezogen, alle neuen Mitarbeiter zu entlassen, damit wir dieses Risiko nicht eingehen. Infiltration. Dazu habe ich Herr Langerson angerufen. Herr Langerson ist Führungskraft, also die Stellvertretung von Frau Mitchell. Frau Mitchell ist nicht erreichbar übrigens, seit 2 Tagen. Fuck. Diese Situation habe ich am Telefon erklärt, warum er nicht da ist, warum er hat, sie glauben gar nicht, du glaubst gar nicht, der ist ja hergekommen und hat ja um die Position gebeten, der hat ja alles, der wollte das ja alles machen. Also gestern war er auf jeden Fall sehr besorgt. Natürlich. Er stand noch recht lange vor der Firma. Und er ist dann heute er hat gesagt, er kann nicht verstehen, warum er Untermeier entlassen wurde. Ich sage, warum sprechen Sie mit mir drüber, sprechen Sie mit Herr Untermeier darüber, warum? Das kann er nicht verstehen, obwohl Herr Untermeier ein absoluter Vollidiot ist. Das ist ja wohl nachvollziehbar, warum der ein absoluter Vollidiot ist, ja? Also wer sich von seinem Entführer anrufen lässt und nochmal in ein Auto steigt, ich kann das nicht erklären, keine Ahnung. Ich glaube, der Junge braucht einfach Hilfe. Ja, das ist alles psychologische Betreuung oder so, keine Ahnung. Das muss wirklich psychologische Betreuung. Keine Ahnung. Auch diese permanente Stimmungswechsel, permanente Stimmenwechsel, unrational. Ist komplett wird. Ist ja egal. Er ist jetzt entlassen. Oder er hat gekündigt, wie man das auch nimmt. Und Herr Langerson hat mir nach 4 Minuten endlich verraten, dass er bei Herr Schimanski ist und bei Herr Untermeier. Herr Schimanski hat mich dann angerufen, beziehungsweise hat mich kurz vorher angerufen. Sorry, dass die Das ist jetzt alles heute. Heute, eben gerade passiert, ja. Eben gerade, okay. Herr Schimanski hat mich angerufen, hat mich gefragt, warum ich denn in seinem Club war und was ich da zu suchen habe mit einer fremden Person. Ich habe ihm gesagt, weil ich gestern mit der Frau Shakira da war, dass ich das eigentlich zum Gespräch anbieten wollte, aber Herr Schimanski den ganzen Tag nicht erreichbar war, beziehungsweise den ganzen Abend, und ich das dann einfach entschieden habe, vor seinem Club in diesem Lokal mich aufzuhalten. Er hat mich dann auf die Verträge hingewiesen und mit einer Stimme, Sie kennen ja Herr Schimanski, der kann ruhig mal seine Stimme erheben.
Ich habe daraufhin meine Partnerschaft gekündigt und den Club verlassen. Wir stoßen alles ab. Alles. Wir werden jetzt, wir müssen einen klaren Schnitt machen und Herr Langersson wurde ebenso gekündigt, weil er 5 Minuten gebraucht hat, um mir zu sagen, wo er eigentlich unterwegs ist und dann war mir eigentlich schon alles klar. Es wird alles abgestoßen. Kein Club, kein gar nichts. Die sollen sich alle um ihren eigenen Scheiß kümmern. Von mir kriegen die gar nichts mehr. Okay. Ich habe die Kontakte zu Herrn Müller hergestellt. Ich habe die Kontakte zu der Stadtverwaltung hergestellt. Ich habe versucht, alles in meiner Macht Stehende zu tun, zur Beratung zur Seite zu stehen. Die kriegen keinen, die kriegen nichts mehr. Absolut gar nichts kriegen die von mir. Und damit ist durch. Okay, warte. Also Kalle weg. Club gekündigt. Korrekt. Magnum entlassen wegen komischen Informationen und neuen Nichtvertrauen. Magnum wurde entlassen, weil wir den Personalbereich aufgelöst haben, weil keiner der Personalabteilung da ist. Ja, und anstatt auch kein Interesse hat, seine Leute zu führen. Ja, Langersson geht halt in die Pause. Und das waren Björn und Claire. Genau, Claire ist seit 2 Tagen nicht da. Wir werden nochmal mit ihr sprechen, aber ich kann jetzt nicht warten. Ja. Und Langersson hat ja kein Interesse. Der findet das alles komisch und er ist traurig und er ist überfordert. Das ist ja okay, als Unternehmer habe ich dafür keine Zeit. Ich gebe Leuten Führungspositionen, damit sie Dinge in Führungspositionen erledigen. Und wenn er das macht, ist das okay. Wenn er das nicht machen will, ist das auch okay. Ich komme damit zurecht. Wir müssen das Schiff am Laufen erhalten. Und ja, zumindest den Jungs, die hier standen, Bescheid sagen, dass heute vielleicht ist kein Auftrag und die können irgendwas machen. So, was stehen die hier rum, Apropos den Jungs, was ist mit Bock und Hodge? Entlassen. Okay. Breeden, du hast es noch nicht verstanden. Ich habe alle entlassen, Breeden. Du hast mich nie, hast du mir nicht zugehört. Ich habe dir zugehört. Ich versuche das nur gerade. Das sind. Alle wurden entlassen, außer wir drei. Ich versuche das gerade. Ja, okay, alle entlassen. Es ist nicht fair, es sind 3 Personen. Wir sind 3 Personen, das schaffst du ja wohl. Und ich bin 2 Stunden nicht da und plötzlich sind alle weg. Natürlich ist das wirr. 2 verfickte Stunden. Das sind 2 Hände mit 10 Fingern. Letzten Mittwoch, da bin ich einmal nicht da. Ich komme wieder, was passiert? Hobbs und Cooper, weg. Jetzt bin ich wieder einmal 2 Stunden nicht da. Was passiert? Ja, Breeden, vielleicht solltest du das Büro nicht einfach so verlassen. Vielleicht solltest du einfach mal nicht länger als eine halbe Stunde weg sein. Ich war um Mitternacht noch da und wer war da, Bock und Magnum waren da. Und wo wart ihr? Ich konnte euch nicht erreichen. Ihr seid irgendwo rumgefahren und ich hatte keine Ahnung. Und Lenny steigt in ein komisches Auto. Oh, nächstes Mal kommst du wieder. Du bist vielleicht weg, wenn das heißt nochmal. Ja, vielleicht bin ich da. So ein bisschen das Bermuda-Büro hier. Schick nochmal. Warum? Alle weg? 2 Stunden. Was ist denn passiert? Breeden, wir müssen das machen, was wir uns schon immer gemacht haben. Was, alle umbringen? Ruhe. Oh. Davon weiß ja gar nichts. Ich hätte keine Einwände. Nein, wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Wir werden niemand mehr die Hand reichen. Wir kümmern uns um uns. Um unsere Gemeinschaft. Du hast gesehen, wozu wir in der Lage sind. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern das, was in diesem Gebäude schlummert. Ja. Konzentrieren wir uns auf uns. Konzentrieren wir uns auf den Fokus dieser Firma. Wir werden heute den Inkasso-Auftrag abrechnen. Wir werden uns die Kohle einstecken und werden riesige Mittelfinger an die ehemaligen Unternehmen, an die ehemaligen Mitarbeiter rausgeben, dafür, dass sie uns über den so hängen lassen haben. Zumindest an die Führungskräfte. Ich überlege, ob ich den ehemaligen Mitarbeitern noch einen Bonus zahle dafür, dass sie da waren, aber das reicht. Es reicht. Einen Bonus. Oh, okay. Es reicht. Wir müssen uns darauf einstellen, dass eventuell wird irgendeine Sache vielleicht wie ein Boomerang auf uns zurückkommen. Genau, jetzt wird alles veröffentlicht, war schon vermutet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es wird hässlich. Leute versuchen uns an den Karren zu pissen, so bla bla bla. Ich habe Lenny gestern, glaube ich, unwiderständlich klargemacht, dass ich viel Zeit in diese Firma investiert habe und mir sehr viel den Kopf zerbrochen habe. Und wenn das kaputt gemacht wird, zerbreche ich seinen Kopf. Okay. Daran kann ich mich kümmern. Mit den meisten bin ich ja relativ gut, also. Gut. Ich glaube nicht, dass die da irgendwas. Okay, alles gut. Jetzt bist du auf dem Laufenden. Ja. Und es tut mir leid, dass du das immer wieder ertragen musst, aber du musst auch mal ein bisschen. Wenn wir dir sagen, wir haben alle gekündigt, dann haben wir wirklich alle gekündigt. Ja, das verstehe ich schon. Ich versuche nur nachzuvollziehen, warum zur Hölle.
Ja, wärst du gestern da gewesen, dann hättest du Lenny auch den Arsch aufreißen können. Wo waren wir denn um Mitternacht? Wir haben Lenny den Arsch aufgerissen. Ja, und warum wusste ich davon nichts? Das letzte, was Weil du nicht da warst. Du hast mich zur Werkstatt gefahren. Ich habe gesagt, wir treffen uns im Büro und du warst nicht mehr im Büro. Ich war draußen und da waren irgendwelche... Braden, du darfst nicht mehr von unserer Seite weichen. Du bist ein Teil der Familie Schwarzwasser. Ich habe Gustavo ungefähr 4-mal angerufen. Du bist... Ich habe mein Handy in Flugmodus gemacht. Das macht man so, wenn man Leuten will, den Arsch aufreißen. Du bist jetzt hier. Du musst Teil dieser Gruppe werden. Wir haben dich dazugeholt. Du musst bei uns bleiben. Okay. Ja? Oder willst du lieber zu Hodge? Will ich denn bei Hodge? Ja, was will er bei Hodge, Herrera? Hättest du jetzt wenigstens Hobbs oder so nennen können, aber Hodge? So. Okay. Hobbs und Cooper, die haben richtig was gemacht aus dieser Kündigung hier, ne? Die sind vollkommen erfolgreiche Unternehmer. Die sind richtig gut. Ich bin total stolz auf die beiden. So viel wie wir. Großartig. Ich bin stolz auf die beiden. Achso, ich habe noch eine Frage. Habt ihr alle eigentlich den, ihr seid beide jetzt als Abteilungsleiter eingestellt, ne? Nee. Okay, gut. Bist du Beförderung oder was? Kann ich nicht mehr. Scheißegal jetzt? Nee, es geht nur um die, die Gehaltsgruppen. Alles gut. Ach, scheiß aufs Gehalt. Aber pass auf. Scheiß aufs Gehalt. Bist du wahnsinnig? Das geht doch gerade sowieso alles den Bach runter. Also, hier geht überhaupt nichts den Bach runter. Wie ich soll meine Miete bezahlen und du sagst irgendwas mit Scheiß auf Dings? Braden, verdammt nochmal. Ja, dann zieh doch nicht jede hier Woche geht überhaupt noch nichts. Teurer das Haus. Braden! Ja! Hier geht überhaupt nichts den Bach runter. Okay. Weil solange ich hinter diesem Tisch stehe und auf dieses Logo und dieses Symbol schaue und auf den Namen, ist diese Firma am Leben. Unser Konto ist prall gefüllt. Unsere und das wird noch gefüllt, Unsere Auftragsbücher sind mit $500,000 Aufträgen, die einfach nur noch überwiesen werden müssen. Wir haben $605,000, die einfach überwiesen werden. Wir sind gemachte Leute. Okay, kann ich diesen Inkasso-Auftrag, der uns nur 9.800 bringt, dann einfach schreddern? Nein, der ist ja heute vorbei. Ja, wir deswegen, kriegen heute die Ergebnisse. Ja, eigentlich wollte ich mir heute wie jeden Mittwoch frei nehmen. Ich wollte nur kurz ins Büro und diesen Bericht schreiben. Naja, dann schreib ihn. Ich brauche den. Brauchst du den wirklich noch? Ich brauche den. Okay. Gut. Okay. Ich kümmere mich jetzt um unsere Überweisung von der Stadtverwaltung. Okay, ich werde. Du machst das Angebot für Weasel News fertig. Herrera. Und ich rufe Angebote Weasel News, ja, mache ich fertig. Und ich rufe jetzt Senior John Jackson an von Life Invader. Und wir streichen die ganzen Stellen. Ich habe keinen Bock auf diese Telefonate hier. Pass auf, ich mache Folgendes. Ich mache den Bericht fertig und dann rufe ich die ganzen entlassenen Jungs an und mache ein bisschen Schadensminimierung, dass die da niemand was Falsches erzählen, okay? Nein. Du rufst heute, ich glaube, die sind zu aufgebracht. Du brauchst sie doch nicht anrufen. Ja, aber... Was Schadensminimierung? Wir haben gestern alles, es gibt nichts, was kann irgendwas hinweisen. Es gibt absolut nichts. Wenn die jetzt kommen, dann sieht das so aus, als würden sie Rache nehmen, weil wir sie entlassen haben. Ja. Ja, damit sind wir raus. Wir haben 2-mal Polizeibesuche gehabt, aufgrund der Tatsache, dass unsere Mitarbeiter entführt werden. Wir entlassen alle und die Mitarbeiter rächen sich. Wir sind raus aus der Nummer. Wir haben nichts, keine Substanzen, gar nichts. Nichts gibt's. Okay, dann mache ich einfach nur den Bericht fertig. Genau. Es gab keinen Hinweis. Ab morgen kannst du gerne nochmal mit denen sprechen, aber lass die heute in Ruhe. Okay. Cool. Bericht, Herrera, Angebot und Telefonat Life Invader. Ich kümmere mich um das Geld bei Müller. 3 Leute und $605,000. Let's go. Ja, bitte. Mr. Müller, Lensch hier von Schwarzwasser. Grüß Sie. Mr. Müller, ich wollte fragen, wie wir das mit der Rechnung machen bezüglich der Sicherheitskonzeption und Umsetzung von dem Herrn Unger. Ob ich da mit Ihnen sprechen soll? Da komme ich vorbei und dann bezahlen wir das, natürlich. Nein, natürlich. Dann würde ich, kommen Sie einfach ins Büro. Ich bin im Schwarzwasserbüro. Wunderbar, bis gleich. Bis gleich. Diese verfickten Penderos lassen mich im Stich, kein Problem. Lensch nimmt das Geld und investiert in Influencer-Kampagnen. Die werden überall nur noch Schwarzwasser-Logos sehen. Halber Exit-Scam. Ja, wirklich.
Hi mit Mehmet Göker hier. Frau Schmidt, haben Sie schon die 7000 Euro überwiesen? Ich bin von der Allianz. Es gibt nur ein Mehmet Lentsch. Ein Mehmet Lentsch. Es gibt nur ein Mehmet Lentsch. Und wir lassen das Geld alles schön in der Firma und bezahlen die Leute einfach mit den geilen Influencer-Kampagnen. Das wird geil. Gott, Breeden total lost, läuft durch die Gegend. Oh, wo bin ich? Ich finde das so besser, Chat. Ich habe die letzten Monat, über einen Monat, habe ich damit verbracht, Leuten RP zu geben und habe die ganze Zeit im Büro gestanden und habe mich nicht um Lensch gekümmert, mehr oder weniger. Es wird wirklich Zeit, sich um Lensch zu kümmern. Scheiß auf diese ganze Global Industry Scheiße. Wir ziehen unsere IT-Infrastruktur auf und werden mit dem Geld einfach RP fördern. So. Mann, scheiß drauf jetzt. Es reicht, wir haben keine Leute mehr hier. Wir kümmern uns um unseren drei, wir sind zu dritt. Free Lonesome Warriors. Geil. Geil, let's go. Ich weiß gar nicht, warum die Leute Herrera so geil, so doof finden. Herrera ist einer der stärksten RPler auf diesem Server. Der Charakter Herrera ist fantastisch. Er passt perfekt in das, was hier umgesetzt wird. Die haben sich kennengelernt, die haben eine IT. Guck doch mal in den Keller, Mann. Was wir aufgezogen haben, was mit der IT gelaufen ist. Das gab es alles nicht, bevor der nicht eingestellt wurde. Das ist unheimlich. Unheimlich toll. Der ist einfach großartig. Der ist einfach ein großartiger Pendejo, Alter. I love him. Nimm das alles nicht so ernst, Mann. Grüße Sie. Ah, Mr. Müller, Herr Kennis. Hallo, wunderbar. Sagen Sie mal, Herr Kennis, darf ich Ihnen die Frage stellen, ob Sie tatsächlich eine Tittenbar gekauft haben? Das ist so korrekt, ja. Fantastisch. Haben wir heute auch schon übergeben. Sie haben die wieder weggegeben? Nee, wir haben die übergeben. Ach so. Auf einer Geschäftsführerin, der Kennis steht da nicht hinter der Theke und tanzt dann. Ach so, ja gut, dann kommen Sie mit, ich erkläre Ihnen das ganz kurz mit denen. Mein Gott. Ja. Mit der Sache mit Unger. Kommen Sie. Immer durch. So. Hier am besten in den Besprechungsraum. Das geht relativ flott. Gut. Also folgendes. Es ging ja um den Personenschutz Unger für den Fall die Stadt gegen Herrn Nakamura. Ja, richtig. Ich bin da jetzt nicht auf dem neuesten Stand, aber ich glaube, der Fall wurde, glaube ich, sogar gewonnen, aber nur mit einer Schadensersatzsumme von irgendwas um die 30.000. Ja, richtig, weil das muss halt durch 10 gehen und ja. Okay, gut. Wir haben jetzt insgesamt, lassen Sie mich kurz auf meinen Zettel gucken, 11 Tage aufgewendet mit dem vollen Personenschutz. Das bedeutet, wir haben Chauffeurdienst gemacht, wir haben ständig 6 Mitarbeiter gehabt, die ihn dann abgedeckt haben. Wir hatten mehrere brenzliche Situationen aufgrund einer Konfrontation von Herrn Nakamura. Der hat sich immer mal wieder vorgestellt. Wir konnten das aber alles abwenden. Sie können gerne für ein Feedback-Gespräch mit dem Herrn Unger sprechen. Ich will ihm keine Worte nehmen. Ah ja. Er hat mich gestern schon, hat sie löblich erwähnt alle. Hm? Fantastisch. Wenn er zufrieden war, ist das umso besser. Wir sind jetzt also bei einer Gesamtsumme bei 11 Tagen von 105.000 Dollar. Ja, wunderbar. Ja. Und soll ich Ihnen das einfach in Rechnung stellen? Ja, oder das wäre wunderbar. Machen Sie das einmal. Ihn, Herr Müller, oder? Ja, ich habe das ja beauftragt, machen wir das einmal. Na gut. Gut, dann würde ich hier einfach mal ganz kurz eine Rechnung ausstellen. So, genau. Das ist dann 105.000. Das ist für die gesamten 11 Tage. Ja, bewegt. Super.
Dann nehmen wir die Quittung hier so an. Sehr schön. Fantastisch. Dann, was hatte ich denn noch? Hatte ich noch irgendwas? Nee, Herr Müller, ich weiß, ich will Ihnen nicht auf den Sack gehen. Ich weiß, dass Sie immer zu viel zu tun haben. Ja. Ja? Haben Sie denn was? Nee, ich glaube nicht. Sind Sie sicher? Überlegen Sie nochmal. Oh Gott, lassen Sie mich mal. Achso, letztens hat irgendeine, Herr Hobbs hat angerufen. Der hat gesagt, er ist jetzt bei Schwarzwasserrasen, wird gehen in der Gärtnerei. Ja. Das muss man leider ablehnen, weil das ist ja Schwachsinn. Ja, das ist nicht nur, das ist alles Schwachsinn. Der ist auch schon Geschäftsführer bei Hornys. Ach, der auch noch. Der hatte, so eine Midlife-Crisis, Sie wissen doch. Das, haben Sie den mal gesehen? Tätowierte Arme, Basecap schräg. Gottes Willen. Mann mittleren Alters, 35 Jahre alt, das ist ganz verrückt. Nein, der Schimanski, der hat ja wenigstens eine gute Idee gehabt, einen exklusiven Club und so. Ne? Mal abgesehen davon, ob das läuft, aber das konnte man umsetzen. Aber Gärtnerei, mein Gott, das soll der Mann denn hier die Hecken schneiden? Das ist Verschwendung von Geld und Kapital, da müssen Sie nicht fördern. Das hat sich aber auch in Gute aufgelöst. Der ist jetzt bei Honeyburger Geschäftsführer und sein Kollege arbeitet beim LSC. Oh ja, wunderbar. Ja. Ach, ist das dieser, den habe ich da gerade, meinen Fugula tun lassen. Der Cooper. Ja, können reinkommen, natürlich. Sehr angenehm, angenehm macht er das. Buenos tardes, buenos tardes, Herr Herrera, grüße. Herr Herrera, die Tittenbar, von der Sie mir erzählt haben, die ist übergeben worden. Ja. Also das ist jetzt auch exklusiv. Wir haben das komplett umgebaut die letzten Tage. Das ist ja ganz neu, das Unicorn. Ganz neu. Da muss ich mal vorbeischauen. Da können Sie jetzt von außen reinschauen und die Mädels tanzen sehen. Huh? Ah, dieses Glory Hole oder wie das heißt. Ist das so eine Drive-In-Variante? Sie können Sie jetzt wirklich reinschauen, wenn die da Mädels tanzen. Ah. Das sind jetzt ich weiß nicht, kennen Sie Hamburg Reeperbahn? Nee, so in der Art. So, die stehen da am Fenster. Rotlicht, beim Rotlicht. Ja, richtig. Ja, das ist was ganz was Feines jetzt. Ich wollte mich nochmal rückversichern. Wir haben ja die Auftragsannahme und die Konzeption der Schwarzwasser-VPN und Schwarzwasser-Cloud gemacht. Ja, richtig. Wir haben diesbezüglich auch schon eine Karte aufgestellt von den Serverpositionen. Mhm, ich weiß mich gerade nicht aus dem FF, ob das schon übergeben wurde. Herr Herrera, haben wir das schon? Die Karte schon, aber ich habe noch nicht die detaillierte Geschichte rüber gesehen. Da brauche ich noch ein bisschen Ausarbeitung. Okay. Na gut, wenn das da ist, dann platzieren wir die. Ha? Natürlich. Was ich noch bräuchte von Ihnen beiden, ist eine Information. Wir werden ja einen Administrator haben, der hat Zugriff zu den Serverräumen. Oder ja, maximal zwei. Und ich möchte gerne wissen, sind das dann Sie beiden, die haben Zugang? Ja, richtig. Ja? Definitiv, ja. Ja, sonst kann man kein Vertrauen. Das Herr Kennis und ich haben uns das hier alles aufgebaut. Und wenn es das dem Kreuzer geben, dann macht er da abends quasi mit der großen Magnum Flasche Shampoos Party drin. Ja, gut, das kommt ohne unsere Beisein nicht rein. Aber den müssen Sie das generell rauslassen. Ne? Ich fahre schnell nach Hause und hole was. Sind Sie noch die 5 Minuten hier? Also mit Sicherheit, wenn nicht, unten vor der Tür. Auf jeden Fall. Okay, bis gleich. Ja, ich glaube, das lohnt sich. Ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Okay. Lohnt sich das Warten, glauben Sie mir. Zu dick, weiß ich nicht, ob Sie das sind oder ob Sie. auf jeden Fall, was haben Sie denn? Sie haben gesagt, Sie wollen mir nicht auf die Nerven gehen. Was meinst du denn? Jetzt bin ich gerade hier. Genau, das war der Grund wahrscheinlich, das war der Grund auch, worüber ich sprechen wollte, nämlich die Tatsache, dass wir die Ausarbeitung der Serverpunkte gemacht haben. Die Knotenpunkte sind wir abgefahren. Das ist ganz in der ganzen Region Los Santos, Sandy Shores, Harmony und Paleto Bay oben. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob Sie die Karte schon mal gesehen haben. Nee, habe ich noch nicht. Ja, da müssen wir mal schauen. Es gibt auf jeden Fall so eine Karte in der Übersicht und dann können Sie sehen, wo die jeweiligen Verteilerpunkte sind. Das geht hoch bis fast auf den Mount Chiliad. Das ist wirklich verrückt. Oh, okay. Wunderbar. Ja, die Abdeckung ist für alle Bürger des Landes gewährleistet. Ist ja perfekt. Und wir müssen, was wir halt jetzt noch machen müssen, ist, sobald das fertig ist, würden wir gerne bekannt geben über VNet, dass jeder Bürger diese Stadt, zumindest in der privaten Nutzung, nicht wenn es von der Firma geht, Schwarzwasser VPN bzw. Schwarzwasser Cloud nutzt. Weil die kommen nämlich zu uns. Die kommen zu uns und sprechen uns darauf an. Haben Sie unsere Influencer-Kampagnen gesehen? Ja, einige, ja. Verrückt, oder? Immer mal wieder, ja. Wir haben Influencer engagiert, die so authentische, Sie kennen auch Influencer. Ich meine nicht die Grippe, sondern die... Die Typen, die da im Netz unterwegs sind. Genau, die sind unterwegs, die zeigen sich, das ist super angekommen, wir haben super viele Anfragen dazu bekommen. Und jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, wenn wir, sobald der Auftrag und die ganzen Daten übergeben sind, dass wir ankündigen, Schwarzwasser Cloud steht für jeden zur Verfügung. Er muss nichts bezahlen, weil die großartige Stadtverwaltung hat sich darum gekümmert, da hat Geld in die Hand genommen. Das ist eine Förderung
Und jeder hat es, niemand muss dafür zur Kasse gebeten werden. Jeder Privat und jede Privatperson ist damit abgedeckt. Ist ja wunderbar, sehr gut. So machen das Großartige dann. Bei Stadtverwaltung könnt ihr es weglassen, schreiben es einfach nur Stadtverwaltung. Ja, die Leute wissen, dass wir großzügig sind. Ha? Dann würde ich das auf jeden Fall so in Angriff nehmen, wenn das mit Ihnen in Ordnung ist, damit das auch. Das haben wir schon bezahlt, Herr Lentsch? Sie haben schon bezahlt, Gottes Willen. Ja, wunderbar. Sehr gut. Ich kenne es ja doch. Ich glaube, 330 waren das, ne? 330.000? Nee, 300.000. Ach so, ja, okay. Ja, wunderbar. Wenn Sie nachträglich nach oben korrigieren wollen, gerne. Ja, jetzt sagen Sie mir doch mal, apropos korrigieren nach oben. Jetzt wollte ich mal korrigieren nach unten vielleicht in Zukunft. Und zwar, wie sieht denn das eigentlich aus? Sie lösen jetzt das Unternehmen hier auf oder wie oder was? Nein, oder warum? Nein. Gar nicht. Wir haben nur ein Problem mit Entführung tatsächlich. Unsere Mitarbeiter werden, aufgrund der Tatsache, dass die Leute wissen, dass wir Cybersecurity machen und mit sensiblen Daten arbeiten, werden unsere Mitarbeiter angegriffen und entführt, um an diese Daten ranzukommen. Man kommt nicht ran, selbst wenn sie die hätten und ihnen den Finger abschneiden, kommen die nicht ran. Aber aufgrund dieser Tatsache haben wir uns dazu entschlossen, den Personenschutzbereich komplett auszugliedern und nichts mehr zu machen, damit die Daten noch sicherer sind. Es gibt mittlerweile nur 3 Leute, die in dem Cybersecurity-Bereich arbeiten und wir werden vielleicht selektiv Leute einstellen, weil wir unsere Ausrichtung, das kann ich Ihnen noch sagen, unsere Ausrichtung zielt auf regenerative Energien. Das ist ja wunderbar für die Umwelt. Mhm. Ja, genau. Und die, Solar, das Ganze. Windkraft. Ja. Sie haben wunderbar. Den Windpark im Osten bei Hameln so schon mal gesehen. Ja. Da ist auch da ist auch diese eklige Fabrik. Und wir setzen uns dafür ein und haben die gigantische Stellenausschreibung bei Life Invader gemacht. Wir suchen Geologen, technische Zeichner, regenerative Energien, Elektrik-Starkstrom. Alles suchen wir, damit wir da Umbaumaßnahmen machen können, um regenerative Energien nach vorne zu bringen. Und was ich fragen wollte, ist, ob wir vielleicht als Signal unsere Kfz-Flotte, die Sprinter sind ja keine Angelegenheit, aber ob wir als Signal eventuell unsere Kfz-Flotte umstellen können auf Pfizer oder sowas oder Pfizer, das sind Elektrofahrzeuge. Wir können Ihnen auch 6 Roller dahinstellen, ne? Elektroroller. Ja, wenn Sie Elektroroller haben, wäre es auch gut. Das war ein Scherz. Nee, Sie können auch, einen Elektroroller. Das heißt, die ganzen Schwarzer weg und... Ja. Und wir stellen komplett auf Pfister? Wie heißt das? Ja, das ist der Neon, ist das, ne? Neon, ne? Der würden wir komplett umsteigen, einfach um ein Signal zu setzen. Regenerative Energie. Das machen Energien. Wir, Herr Genis. Das können wir doch machen, oder? Ja, ich würde sagen, zu Freitag. Ja, ich muss kein Problem. Dann kommen die morgen Abend wahrscheinlich am Hafen an. Dann liefern wir direkt in die Garage. Hm? Ja, ich weiß gar nicht, ob es gibt noch andere Elektrofahrzeuge als 4 Sitze. Ja, der Raiden gibt es auch noch. Hm? Raiden, genau. Nee, Life Invader ist auch komplett umgestiegen auf Elektro. Das ist ja wunderbar. Ich glaube jetzt sowieso, dass wer war das denn? Der Sullivan hat mir letztens gesteckt, dass Hochmotorisierte mit der komischen Plakette aufgrund des CO2-Ausstoßes bald auch nicht mehr fahren dürfen. Deswegen, ob es passt, da können Sie das sonntags wunderbar fahren. Das gefällt mir sehr gut. Raiden heißt der. Raiden, was haben wir denn noch? Nicht das Faggio, das ist ja keine Elektro. Raiden. Können wir von. Können wir, ich weiß, das ist sehr viel verlangt, aber ich teste es zumindest mal aus. Ist es möglich, dass wir als Reputation nach außen hin vielleicht auch jedes Elektrofahrzeug, was Sie anbieten, irgendwie. Also, wenn es genug ist, wenn wir 3 oder 4 haben und Sie können uns die alle in die Garage stellen in gleichen Farben, dann fahren wir damit auch durch die Gegend. Das ist kein Problem. Von mir aus stellen Sie auch einen blauen Roller rein. Ja. Ich persönlich tendiere zu den Raiden. Okay. Als Firmenfahrzeuge. Ja? Ja, die haben auch schönes Glasdach, das ist schon was Feines. Da wird man sogar braun, wenn man drin sitzt. Ja, wenn Sie das sagen, Herr Rira, dann verlasse ich mich da drauf. Ich würde also was war denn jetzt gerade die letzte Frage? Das habe ich nicht verstanden. Das heißt, dass wir in die, was jetzt, also diese, nein, ich meine, dass wir die austauschen. Nicht zu kompliziert. Genau, wir austauschen wäre super. Wir brauchen die Chef da nicht, das sind Umweltverschmutzer. Ja. Und da setzen wir das falsche Signal mit. Ich werde persönlich meinen Privatwagen auch nochmal umpolen diesbezüglich. Herr Rehrer hat mich da sehr inspiriert. Ja. Und ich würde. Da war es Ihren wunderbaren Chef da. Ja, Herr Müller. Das ist ein großartiges Fahrzeug. Ach, diese alte Karre, was für ein Baujahr hatte, 2007? Aber das ist trotzdem, haben Sie das mal gehört? Es ist ein schönes Auto, aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, da geht es einfach um die Zukunft dieses Planeten. Und wenn ich meine eigenen Interesse zurückstellen kann, dann gehe ich gerne den Zukunft des Planeten. Ich würde trotzdem sagen, ich würde mich über
Wir haben aktuell wie viele Fahrzeuge? 6 Fahrzeuge, oder Herrera? Sie, 1 bis 6. Was hast du 1 bis 6? Ich würde mich darüber freuen, wenn Sie, weil wir auch eine Umstrukturierung haben, Sie haben es ja gerade gehört, 2 ja. Fitzer, 2 Raiden und alle in diesem Dunkelblau und damit ist gut. Also nur noch 4? Ja. Ja, wir stocken auf, wir wollen ja, die Batterien müssen ja auch hergestellt werden. Wissen, haben Sie schon mal so ein Kongo oder ein angolisches Kind gesehen, das mit den Händen in so LCD-Säure... Deswegen hören Sie doch mal auf jetzt. Verdammte Scheiße, das will ich doch jetzt nicht nehmen. Darf ich ganz kurz was sagen? Ja. Senorin, ich würde mich freuen, wenn Sie mir die Verantwortung übergeben. Ich würde noch mal in die Kataloge gucken, was gibt so auf dem Markt. Ja, und machen Sie es. Schreiben Sie einfach eine Mail, stadtverwaltung@mail.ls. Machen wir so. Das kriegen wir hin, wunderbar. Machen wir so. Wir können Ihnen auch noch 2 Fahrräder dazu packen, wenn Sie das wollen. Fahrräder habe ich tatsächlich selber. Ich überlege, ob ich immer mal zum. Ich bin nochmal umgezogen, ob ich mit dem Fahrrad ins Büro fahre, einfach um mich fit zu halten. Ja, das ja, ist. Ich fahre auch. Ich fahre ein Fixie. Ich fahre einen Trixie. Ein Trike fahre ich. Ein Trike? Ja, so ein Tricky oder so heißt das. Ja, ich glaube auch. Das mit einem Gang nur, ha? Nee, das Fixie ist das mit Trampeln. Einem Gang. Da kann man das nur vorwärts zurück. Genau. Stimmt, ja. Wunderbar. Herr Rera, was haben Sie geholt? Ah, ja, Sie. Wir müssten einmal in mein Büro gehen, bitte. Wo ist denn das Büro? Das ist da hinten gleich. Ah, ja. Mein Gott, Ihre Geschwindigkeit wieder. Ich bin schon aus der Puste, wenn ich das unfassbar, sehe. Unfassbar, unfassbar. Absolut unfassbar. Kommen Sie rein. So, dann bräuchte ich, fangen wir mit Senior Canis an. Ja, bitte. Okay, dann kommen Sie ganz kurz an dieses Gerät hier dran. Ich bräuchte einmal Ihren Personalausweis. Ja. So. Bitteschön. Gracias, Rai Canis, eine Sekunde. Lassen Sie mich kurz hier eintippen. Rai Canis. Sistema activado. So, eintippen. So, dann stellen Sie sich einmal vor das Gerät und schauen Sie ein bisschen glücklich da rein. Okay. Ein bisschen grinsen. So, hallo. Ja. Wunderbar. Okay, perfekt. Gesicht wurde gescannt. Wunderbar. Perfekt, dann lassen Sie mich noch einmal ganz kurz ran. So. Erstens, wir arbeiten mit einer Drei-Faktor-Authentifizierung. Ach so. Einmal, wenn Sie möchten, reingehen. Einmal, das Ganze läuft über Name, also quasi Ihre Person-ID, ja, ja. Den Gesichtsscanner und das, was ich habe jetzt hier an Sie zu übergeben, das ist auch zwingend notwendig, dass Sie uns das vorzeigen, ja. Wenn Sie möchten, die Serverräume betreten, okay. Bitte schön. Ihre, Sie können, ich weiß nicht, wo ich das hinstecken soll. Ja? Ach so, ja. Ja, es ist gerade im Moment schwierig. Hätte ich ein paar Sachen im Auto lassen müssen. Ja, sonst gebe ich dir gleich Herrn Müller, wenn er. Oder ich hole es morgen ab. Ich kann dir auch Herrn Müller geben und er gibt mir die so. Karte. Ja, okay, Müller, dann kommen Sie auch nochmal ganz kurz. Ja, bitte. Dann wo muss ich da reingucken oder was? Einmal erstmal Ihren Personalausweis, bitte. Ah. Bitteschön. Hansi Müller. Ach ja, richtig. So wird Müller geschrieben. Ja, richtig. Ich dachte Müller. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Ja, sie. So. Hansi Müller. So. Sistema activado. Alles klar. Dann stellen Sie sich bitte auch noch einmal davor. Ja. Lächeln kann ich nicht, ne? Doch, einfach ganz normal gucken. Helensch, Herrera, kommen Sie mal an. Jetzt stehen Sie mal bitte nebeneinander. Jetzt schauen Sie mir ganz tief in die Augen. Sehen Sie mich lächeln. Wissen Sie, ich habe so viel Scheiße gesehen in dieser Stadt. Da ist mir jedes Lächeln vergangen. Ich muss sagen, jegliche Gefühlwelt wurde aus Ihren Augen herausgesaugt, ganz ehrlich. Ich verliere mich auch ein bisschen darin. Ja. Okay, Gesicht ganz wurde gescannt. Lassen Sie mich noch einmal ganz kurz hier was eintippen, so, dann programmiere ich Ihre Access-Card. So, perfekt. Genau, also, man braucht immer Personalausweis, den Gesichtsscan und die Karten. Ich gebe Ihnen einmal Ihre Karte und dann gebe ich Ihnen gleich danach die von Senior Canis. Da stehen auch wunderbar. Die Namen drauf. Da sind so kleine LCD-Displays, wo die Namen draufstehen. Da stehe ich voll drauf. Oh, wunderbar. Super.
So, und dann haben wir das. Sehr gut, wunderbar, vielen Dank. Einmal SW-Admin-Karte X. Ja, wunderbar, das ist ja großartig. Ah. Ja, super, super. Das heißt, da komme ich da, was ich dem Herrn Lenz da, da meint, ja gut, das machen wir irgendwann mal, ja? Wunderbar. Sehr gut. Ja, das war's. Dann haben wir das. Von unserer Seite, glaube ich, auch. Bezüglich der Fahrzeuge, ich würde Ihnen eine E-Mail schreiben. Genau, was super. Sie da brauchen. Und genau, der Unger ist bezahlt, das ist gut. Genau. Und perfekt. Ja, so, wenn noch was sein sollte, dann meldet sich, ja. Ja, wir bringen sie nach vorne, sonst brechen sie ja, wieder die Tür auf. Naja, der Dietrich sitzt immer locker bei mir, ha? Ja. Oh, da werden sie mittlerweile nicht mehr weit kommen mit dem Dietrich. Ja, das schauen wir mal, ich glaube auch. Oh Gott. Wir haben hier mittlerweile, wie heißt denn diese? Die sind auch wirklich so eilig. Ja, haben Termine, ne? Sie kennen das doch. So, Daniel Lenz, wie heißt nochmal diese Anlage, die den Sauerstoff entraubt und die Leute einfach umfallen? Vakuummaschine oder naja, was? Nee, das ist einfach, das ist in die Klimaanlage Sicherheitssystem integriert. Das heißt, die also der Sauerstoff wird rausgesaugt, damit Brände verhindert werden. Wir können ja kein Wasser auf die Server lassen. Nee, das geht nicht. Nee, das geht auch nicht. Na gut, meine Herren, wunderbar. Schönen Abend noch, ja? Ja, E-Mail kommt. Vielen Dank für den Besuch. Okay. Bis dann. Tschüss. Danke, tschüss. Bis dann.